Willkommen zurück und hallo YouTube zu Davids Minecraft Journey. Das ist meine Let's Play, mein Name ist David und ich mache seit längerem eine Let's Play auf TakeTV.net und wurde schon lange und häufig darum gebeten, meine Videos endlich auf YouTube hochzuladen. Und nun ist es soweit. Finally. Hat bestimmt 2 Monate gedauert, bis ich es geschafft habe, endlich zufrieden zu werden und es umzusetzen. Und ich dachte mir, wir beginnen die Episode speziell für YouTube und werden sie auch so durchführen und eine kleine Tour machen, damit die YouTube-User sehen, warum es sich lohnt, mir zuzuschauen und was das Ziel unserer Let's Play ist. Ja, angefangen vor grob 3 Monaten, direkt außerhalb dieses Berges in die Richtung, 20-30 Blöcke von hier, startete meine Let's Play und hatten direkt Glück, dass hier ein Höhleneingang war. Was sich perfekt angeboten hat für meinen Gameplan, und zwar ist mein Gameplan, diese Let's Play über eine Halle zu schaffen, von der man aus alles erreicht, was man in diesem Game braucht. Jede Farm, jeden Lagerraum, Mob-Traps und so weiter. Und bis jetzt klappt das auch alles ganz gut, aber wir gehen jetzt auch erstmal die Projekte durch. Ich versuche es halbwegs chronologisch zu machen, lohnt sich nicht immer, aber fangen wir einfach mal an. Das hier war zum Beispiel eins unserer sehr, sehr ersten Projekte. Passt sich perfekt zu unseren sehr, sehr ersten Projekten. Denn als ich angefangen hatte, hatte ich noch mega Probleme, vernünftige Grammatik hinzukriegen beim Spiel. Merkt man jetzt, dass ich das immer noch nicht ganz geschafft habe. Aber das hier ist unsere Tree Farm. Und man sieht auch schon hier in diesem Vorraum, jedes Projekt hier ist so angelegt, dass der Vorraum irgendwas grob mit dem Projekt dahinter zu tun hat, oder der Farm, was auch immer da gerade ist, oder wenigstens halt den Seam übernimmt. Wie hier bei der Tree Farm sind es halt zu der Zeit noch 3 Baumtypen gab es da, gab es das Dschungelwort noch nicht. Ist das hier ein kleiner idyllischer Mini-Wald, und ja, das ist die Tree Farm. Ist eine optische Tree Farm, effizienter kann man sie mittlerweile seit 1.2.4 glaube ich wieder machen, indem man auch zwischen diese Lücken Säpplinge füllt. Die Decke ist verstellbar, genau an der Stelle, an der die Bäume wachsen, die man sehen kann, damit man die ganzen unterschiedlichen Bäume gescheit anpflanzen kann. Und ja, so habe ich den ersten Leuten direkt Redstone beigebracht. Hier oben haben wir auch noch einen kleinen Balkon, von dem wir uns alles aus angucken können. Sieht impulsanter aus, oder besser, wenn die Bäume eigentlich nicht da sind, damit man dann den Boden und die Verzierung da drinnen sieht. Und wir können den Weg hier auch nutzen, um wieder wegzugehen. Ja, das war eins der ersten Projekte, wo ich noch richtig schüchtern war. Es war eine richtig lustige Zeit. Und ja, weiter ging's mit einer Mob-Trap. Mob-Trap ist für mich persönlich übrigens mein Highlight. Mob-Manipulation im Allgemeinen. Und während der Zeit, während ich hier 100 Jahre die Treppe runterrennen muss, kann ich mal erzählen, was ihr so, welchen Stil ihr bei meinen Let's Plays erwarten könnt. Grundsätzlich immer meistens Redstone verbunden. Ich stehe auf Redstone. Und ich kenne das aber aus eigener Erfahrung bei Let's Plays, dass man oft... Oh, da hört man schon ein neues Projekt, was hier im Weg kommt. Habe ich die Steine noch dabei? Habe ich sogar noch. Wo war ich von am Erzählen? Achso. Dass es gerne mal Wochen dauert, bis in so einer Let's Play richtig was passiert, und da versuche ich mich zu unterscheiden, indem ich gerne Timelapses mache oder direkt cutte. Wenn ich wie jetzt gerade so eine lange Treppe runterrenne, cutte ich eigentlich in der Regel den Part raus, damit wir pro Folge möglichst mindestens immer die Grundfunktion von einem Projekt geschafft kriegen. Und wer sich wundert, was hier so rumklackert, das ist mein Player-Detektor, der hier an einen Impulsverlängerer und eine Clock angeschlossen ist. Und ach komm, wir nehmen hier einfach den Ausgang. Das buggt gerne durchs Wieder-Ein- und Ausloggen, wie jetzt. Also so wäre das hier, wie man jetzt sieht. Ah, jetzt funktioniert es endlich scheinbar wieder. Jetzt, so. So fixt man das. Das hier ist eine Zombie-Outbreak-Protection-Door, die sich selbst repariert, wie ihr sehen könnt. Und ja, dahinter befindet sich das zweite Projekt, oder das erste größere, was wir angefangen haben. Ein Zombie-Grinder. Hier hinter war ein Zombie-Dungeon, wie es jeder kennt. Und ja, damit wir am Anfang nicht verhungern, haben wir uns auf das gammelige Zombie-Fleisch hier verlassen, welches man hier so erhalten kann. Was übrigens mit dem nächsten Patch
Hallo Zombie, was mit dem nächsten Patch wieder wertvoll wird, da man es mit den Dorfbewohnern tauschen kann, sobald das Handeln aktiviert ist. Ja, fand ich sehr schick, aber wir sollten nicht zu viel Zeit in einem Projekt verbringen. Sonst wird die Episode ziemlich lang. Das ist nämlich in der Tat schon mein zweiter Take. Beim ersten ist mir nicht aufgefallen, dass ich Störgeräusche im Hintergrund hatte. Aber macht nichts, so kann ich mir Mühe geben, diesmal die Qualität zu erhöhen von meinem Rededurchfall. Okay, wir sind wieder zurück. Eins der nächsten Projekte, die da anstand, ist ein Geheimraum, der sich hier hinter befindet. Ursprünglich war, war hier noch der Button, wo die Torch jetzt ist. Da haben sich hier die Balken zurückgezogen. Aber da ich hier rein expandiert bin, irgendwann ging das nicht mehr und der wurde umverlegt hierhin. Das ist kein großes Ding, Redstone-technisch, aber ja. Hier haben wir ein Basic, Very Basic Enchantment Room, der leicht verstellbar ist für Law Enchants. Ein Bett zum Schlafen. Jetzt. Und ja, direkt nachdem das geschafft war, kam direkt das erste Projekt, wo ich tatsächlicherweise für ein Tutorial sogar gemacht habe, und zwar ein Lichtsensor. Ups, das war nicht richtig getroffen. Den kann ich euch auch mal kurz zeigen. Das ist übrigens die 3x3 Iris Door, die ich mittlerweile auch habe, an beiden Eingängen, wie ihr gesehen habt. Mittlerweile habe ich eine Ender XP Farm, wo wir später auch reingehen. Das heißt, man muss die Tür nicht mehr direkt öffnen. Ich sage einfach mal, das war von vornherein so gedacht. Psst. Verratet's nicht. War gar nicht so gedacht. War Zufall. Jedenfalls. Oh, hi Creeper. So, das war's mit dir. Haben wir später direkt danach, hier habe ich extra offen gemacht im ersten Take, damit man sehen kann, einen Lichtsensor eingebaut. Der funktioniert mit zerfallendem Gras. Hier fließt das Wasser drauf. Wenn es dunkel wird, ist es so dunkel, als dass das Wasser lebendig bleiben könnte. Mit Wasser drauf. Ein Butt-Switch, also ein Block-Update-Detektor, bemerkt das dann. Der Piston fährt aus. Bei Nacht wächst das Gras natürlich nicht nach, aber sobald Tageslicht kommt, wird das umliegende Gras dafür sorgen, dass das, dass der Dirtblock wieder zu Gras wird und das Ganze läuft rückwärts. Und wir haben wieder Licht, beziehungsweise kein Licht. Dazu kommen wir übrigens später, das ist noch nicht fertig. Und gedacht war, die ganze Gegend dann hier mit so einem Tag-Nacht-Sensor-Ding auszurüsten und über Lichter zu installieren, die auch sind. Aber seit 1.2.4 war es, glaube ich, gibt es bei Regen. Huch. Und das war übrigens der Anfang der Höhle, wo ich früher dann drinnen gewohnt habe, bevor wir die Halle hatten. Seit 1.2.4 gibt es bei Regen Probleme damit. Das muss ich erst noch wieder fixen oder einen gescheiten Weg dazu finden. So, was war das nächste auf meiner Liste? Das Tutorial übrigens zu dem Lichtsensor könnt ihr auch auf taketv.net finden. Da findet ihr auch alle Videos. Ich werde auch einen Sammelthread posten hier in der Video-Description, wo die ganzen alten Folgen zu finden sind. Braucht ihr keine Anmeldung, Registrierung oder sonst was. Ist einfach nur ein anderes Videoportal. Und ja, das nächste nach dem Lichtsensor war, glaube ich, dieser Vorraum hier, der so ein bisschen Museum-Style andeuten soll, weil hier eine alte Mine teilen soll. Deswegen sind hier die Redstone-Blöcke, verbrauchte Werkzeuge drinne. Und die hat einen Anschluss bekommen zur XP-Farm. Und wo wir gerade hier sind, die Strecke nehme ich mal mit, statt sie zu schneiden. Man mal hier guckt, das Licht wird gleich angehen. Flupp. Ich arbeite ganz, ganz viel mit meiner Community nah zusammen. Das ist nämlich auch eins meiner Ziele, dass wir eine gescheite deutsche Community aufbauen. Denn die ist hier im deutschen Lande ziemlich mau. Ja, und das läuft schon. Das heißt, ich nehme extrem viel Rücksicht auf das, was ich an Feedback und Kritik kriege oder Ideen. Übernehme auch so viel wie dieses Pixel-Art, was ihr da hinten an der Decke gesehen habt. Das hatte einer unserer User entworfen für mich. Hat gesagt, hier, guck, passt sich deinem Original-Logo an. Darfst du gerne benutzen, und ich habe es direkt benutzt. Ja, hier haben wir unsere XP-Farm. Oh nein, ist der Stein darunter gefallen. Das macht mich bestimmt für 2 Wochen kirre. Sogar mit Lichtern, wie ihr sehen könnt, das heißt an-ausschaltbar. Ich mache jetzt erstmal nur diesen einen Stein davor. Hier ist ein zweiter Spawner. Wenn man sich hier an die Stelle AFK stellt, sind beide Spawner aktiv. Spinnen kommen einmal von hier. Ja, ich dachte schon, ich hätte aus Versehen peaceful an. Ich spiele übrigens immer auf Hard, wo wir gerade dabei sind. Und keine Texturpacks, keine Mods, gar nichts. Absolut legit, Vanilla. Hier kommen sie schon.
Das mit den Texturpacks hat den Grund, dass ich meine Designs halt für alle zugänglich machen möchte und nicht einfach nur texturbezogen gut aussehende Sachen habe. Na, geht das schon hoch, die Schlinge. Das Ding hier ist an den Crunch angeschlossen. Dich lassen wir einfach mal sterben, wenn du nicht hoch willst. Wenn ich den Hebel betätige, werden alle Spinnen auf ein halbes Herz runtergequetscht. Dann kann ich sie entweder mit einem Wurftrank kaputt machen oder auch einzeln schlagen. Wie ich gerne möchte. Krieg so ihre EP und Items. Und das war die EP-Farm. Wovon ihr gerade ja schon ein Stückchen gesehen habt, der Lagerraum da vorne. Den gucken wir uns als nächstes an. Der hat sogar eine winzig kleine Redstone-Komponente. Ich arbeite übrigens sehr, sehr viel mit Redstone und ich versuche es auch immer so beizubringen, den Leuten, beziehungsweise so zu machen, dass die Leute direkt lernen können, warum ich wie was mache und wie das, und warum das so funktioniert, was ich gerade mache. Und bis jetzt habe ich da auch noch nie negatives Feedback gekriegt. Also anscheinend mache ich meinen Job bis jetzt ganz gut. Und das Teil hier ist ein Quick-Hit, ein Klassiker aus dem Minecraft-Universum. Wenn ich gestorben bin, spawne ich da vorne, sagen wir irgendwo in der Höhle. Und ich habe ganz viel wichtigen Kram dabei, den ich mitnehmen möchte. Renne ich einfach hier hin, stelle mich hier drauf, kriege alles Mögliche in die Hand geworfen, wie zum Beispiel die Speed-Potion, die man da sieht, Grundwerkzeuge, ein Eimer Wasser, dass ich halt schnell wieder zu meinen Sachen komme. Ja, und relativ kurz danach, Entschuldigung, kleines Bäuerchen, ich hätte vorher keinen Kaffee trinken sollen, kam die Melon und Pumpkin Farm. Und die ist besonders, denn sie ist eine selbsterntende Farm, die automatisch erkennt, wenn an der Stelle und hier, wo jetzt schon die Melone ist, was gewachsen ist. Das ist die Bedingung, die für diese Farm erfüllt sein muss, dass sie automatisch den Ernte anwirft. Und das simulieren wir jetzt einfach mal. Dann passiert nämlich das hier. Hier sieht man auch, dass man manuell und Auto umschalten kann. Während die Items da liegen, haben wir hier ein visuelles Feedback. Ja, dazu hatte ich eine ausführliche Episode damals auch gemacht. Ich hoffe, ich denke dran, sie hier zu verlinken. Direkt in dem Video. Oh, schon nachgewachsen. Das kam auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut an. Da wir jetzt bei der EP-Farm waren, ist dieses Projekt gerade leer. Ich hoffe einfach mal, dass hier schnell was passiert. Denn wie ihr sehen könnt, Schleime. Wenn man sich das hier anguckt, das hier ist meine Schleimfarm logischerweise. Und ja, ich wollte es so wie so eine Art Zoo in einem Freizeitpark aussehen lassen. Das heißt, man geht in den großen Schleim rein. Links und rechts sind Buden. Hier die Tickets. Eigentlich standen hier auch Dorfbewohner. Die habe ich bloß in die Richtung gebracht. Ihr seht gleich noch wieso. Und ja, oh, da kommen die ersten Slimes. Wenn man hier zum Beispiel mal guckt, das hier war von einem User entworfen. Wir haben mittlerweile einen eigenen Server. Und wer sich aktiv in der Community beteiligt, das heißt, er gibt mir Vorschläge oder Verbesserungen oder Kritiken hierfür und ist aktiv, ist die Chance hoch, dass ich sage, okay, du hast den Whitelist-Spot für unseren Server verdient. Oder ich mache wie speziell in diesem Fall Gewinnspiele, wo ich sage, mir fällt einfach hier nichts ein oder ich bin nicht zufrieden oder hey, heute ist einfach mal eure Chance. Die besten beiden Vorschläge dürfen auf unseren Server unterspielen. Genauso war es hier, dieses Wurst und Co. Stand, war von einem unserer User entwickelt. Und ja, kommen wir erstmal zum wichtigsten Part, also zum funktionellsten Part der Anlage. Der Schleim zwar hat drei Funktionen, Drown, Zoom, Item Mode, oh, da kommen gerade Schleime, gucken wir mal. Da habt ihr sie kommen sehen, oder den Schleim kommen sehen. Und System Off. System Off sorgt einfach nur dafür, dass die Schleime, die hier unten spawnen, und allgemein hier mit Leitern und Wasserströmung hingeführt werden, direkt in Lava geschmissen werden. Drown, Zoom ist mein Lieblingsmodus. Wenn ich hier drücke, füllt sich das ganze Ding mit Wasser. Schleime können Wasser nicht springen und ich kann sie von ihr einfach kaputt hauen, ihre EP bekommen und obendrein noch die Items. Sie dann natürlich direkt hier zwischenlagern. Item Mode, wenn ich den umlegen würde, würden die Schleime hier lang geführt werden, fallen hier runter und ich könnte immer beim Vorbeigehen einfach mal die Schleimbälle einsammeln. Ja, so sind wir schon relativ weit in unserer, wie nennt es sich denn noch gleich, Tour. Schweres Wort. Kommen wir zur Weed Farm, in der gerade etwas passiert ist, was ich noch nie gesehen habe. Einfach ein Squid drinne gespawnt. Na, komm schon. Das super tolle Schwert in der Hand, benutzt die Hand. Da ich sie gerade im ersten Test schon mal geerntet habe,
Ist hier leider alles noch nicht fertig. So sieht sie aber aus. Wasser kommt von da und da bei beiden Etagen. Das, oh, der Glowstone fährt runter und man kriegt es direkt hier vor die Füße. Ja, hier sieht man auch, wie viel Mühe ich mir eigentlich bei Dekoarbeiten gebe. Und ich bin schlecht, meiner Meinung nach jedenfalls, was kreatives, optisches Design in Minecraft angeht. Ich bin eigentlich nur halbwegs fit in Redstone. Aber ja, hier kommt noch ein Dorfbewohner rein und ein Schaf, damit das wie so eine Schafsheide ist und er der Schäfer ist. Aber das muss noch gemacht werden. Und wie ihr auch hier seht, Projekte sind immer grob dem Sieben angelegt. Was das Projekt dahinter ist in diesem Fall, befindet sich hinter diesen Eisenblöcken. Ich weiß, ihr könnt gerade nicht sehen, also mache ich mal für euch Licht. Das Nether-Portal. Ich persönlich bin ein sehr großer Stargate-Fan, deswegen auch die Iris Store da oben. Habe ich mir gedacht, guck mal hier, wir haben doch Block-Update-Detektor, willst du nicht einfach sowas machen? Und da haben wir auch wieder unsere Community-Beteiligung, die Verkabelung hierfür. Wurde extra speziell von einem der User gemacht, das hatte ich also als Whitelist-Gewinnspiel benutzt. Solange das Ding hier am Funkeln ist, bleibt das Teil offen. Wir können eigentlich auch mal rüber. Da gibt es ein kleineres Projekt, was ich kurz zeigen kann. Hier bleiben wir auch nicht lange. Das ist meine Netherwart Farm. Ich löse sie einfach mal aus, auch wenn sie natürlich nicht ansatzweise fertig ist. Einfach nur, um schnell aus dem Nether rauszukommen. So funktioniert die. Die Grundidee ist von dem YouTube-User Xizuma. Aber ich mochte die Kompaktheit in Anführungsstrichen nicht so, wie er sie hatte. Ach, komm hier raus. Diese Lautstärke nervt hier ungemein. Ich habe dann halt meinen eigenen Part daraus gemacht. Und ja, unser nächstes Ziel wird die Enderman-XP-Farm. Und es ist schon wieder Nacht. Das heißt, hier werde ich einen kleinen Cut einbauen und dann sehen wir uns wieder. Und gleich da. Während der letzten paar Schritte möchte ich euch dann auch kurz für diejenigen, die bis jetzt gefallen hat, was sie hier gesehen haben, gesagt haben, okay, dem Jungen gucke ich gerne mal zu. Meinen Facebook-Account näher machen. Ich habe dann eine Fanpage, wo ich euch immer über alles im Laufenden halte, wann Episoden gedreht werden, wann sie freigeschaltet werden, wann ich mal Specials oder so vorhabe, wie zum Beispiel bald werden wir auch eine eigene Ultra-Hardcore-Staffel machen. Wer die Jungs kennt vom Minecraft, weiß, was das ist. Das ist extrem verschärftes Jeder gegen jeden, 8 bis 12 Mann. HP kann man nur durch goldene Äpfel oder Heal-Tränke regenerieren. Und wer stirbt, ist draußen. Unglaublich spaßiges Ding. Ja, das hier ist das Fortress, nee, Stronghold, das ist das richtige Wort. Was zum End führt. Irgendwann möchte ich übrigens auch nochmal was mit dem Silverfish-Spawner hier machen. Ich denke da an ein ähnliches System wie ISO hat, wer ihn kennt. Ja, hier befindet sich unsere Enderman XP Farm. Nachdem einige bei uns auf dem Server das Design von Panda 1994 übernommen hatten, ich mir selbst es nutzen konnte, war ich so begeistert davon, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche so ein Teil. Weil selbst in der Spider EP Farm dauert es halt gerne, na, 30, 45 Minuten, bis ich Level 50 bin, was zwar eigentlich schon Luxus ist, aber mit dem Ding schaffe ich es einfach in unter 10 Minuten. Ja. Hier sieht man auch wieder das Design, was Bobby Henderson entworfen hatte. Ich war mir übrigens nicht sicher, welche Füllfarbe ich hier nehme für ihn. Und ja, die User haben empfohlen, versuch mal schwarz, weil die Endermen ja auch schwarz sind. Sieht nicht so schlecht aus. Ein bisschen seltsam eigentlich, aber man kann es sehen. Es kann sich eigentlich sehen lassen. Das ist die Enderman-Farm, für den ich den Sound hier das mal runterdrehen muss, wenn ich hier bin. Ja, die Endermen werden runtergeschmissen. Wie gesagt, das Design ist nicht meins. Auf ein halbes Herz runterreduziert durch den Fallschaden. Und wir haben sogar eine zweite Möglichkeit, den Kill-Modus. Wie man sehen kann, das Ding funktioniert Bombe. Und versorgt uns mit unendlich vielen Ender-Pearls. Hier dran, das hier ist auch noch ein Work in Progress. Wir brauchen hier halt noch einen Lagerraum. Hier noch Farm. Und ein Enchantment-Table, dass man nicht für alles immer zurückrennen muss. Also irgendwas Food-Farm-Technisches, was sich horizontal hochstacken lässt. Daran versuche ich gerade ein eigenes Design zu machen, was dann daneben kommt. Dass man halt an gar nichts mehr denken muss. Ja, das nächste Projekt, da muss ich mal wieder auf meinen Spickzettel gucken, wird das Dorf.
Wer es mitgekriegt hat mit 1.3, hatte ich ja schon erzählt, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, ob ich es in diesem Take, beziehungsweise in diesem Versuch, die Tour aufzunehmen, erzählt hatte. Weil die meisten wissen es wahrscheinlich eh, mit dem Patch 1.3 kann man mit Dorfbewohnern handeln. Das heißt, Zombiefleisch wird wieder attraktiv. Ach doch, dann hatte ich es ja vorhin erzählt. Ha, ich erinnere mich. Und allgemein bekommt man richtig viele coole Sachen. Eine Ingame-Währung wird eingeführt und das will ich nicht verpassen. Aber auch nicht jedes Mal 400 Blöcke reisen. Deswegen haben wir uns ein Dorf nah an unserer Halle selbstständig geholt, inklusive einer Brutstätte. Und da mache ich mich mal auf den Weg hin. Und da sind wir. Das Dorf. Und hallo Squid, heute seid ihr meine Freunde. Gestern, als ich euch gesucht habe, um die schwarze Wolle zu sammeln, habe ich euch nicht gefunden. Das hier ist die Brutstätte. Das Haus habe ich so designt, damit es optisch reinpasst, aber möglichst viele Villager spawnen lässt. Denn im Spiel ist es so programmiert, je mehr Türen ein Dorf besitzt, desto größer zählt es das Spiel. Wie ihr seht, ich habe mittlerweile ziemlich viele. Oh, sogar zwei Iron Golems haben sie sich schon selbst hergespawnt. Und das Side-Projekt, das größte, was momentan neben der Let's Play parallel läuft, also ich zeige hier immer mal wieder, wenn ich was von mache. Bis jetzt habe ich alles 100% gezeigt, was ich hier drauf gemacht habe, bis auf die Fackeln legen. Aber ich möchte das Dorf expandieren, dass es sogar bis da hinten irgendwann geht und wir ein richtig cooles Dorf haben. Denn dieser kleine Hügel ist direkt der Ort, wo sich unsere Halle befindet. Ja, das ist fast das jüngste Projekt. Hier habt ihr nochmal ein bisschen einen schöneren Ausblick. Da hat der Kaffee wieder gegrüßt. Und damit kommen wir schon zum vorletzten Projekt, was miteinander verbunden ist. Das sind zwei Projekte, der eine Teil davon ist bei uns in der Halle, der andere bei meiner Mine, wo ich meine Diamanten und sonstige Goodies sammle. Und ja, wer schon mal eine Mine angelegt hat, um Diamonds etc. zu bekommen, weiß, wie viel Steine da anfallen. Das ist übrigens mein momentaner Zustand, was Diamonds angeht, beziehungsweise mein Vorkommen. Irgendwann hatte ich halt so viele Steine, dass ich da oben keine passenden Truhen mehr habe und habe extra diesen Raum hier drunter angelegt. Aber je länger ich ihn hatte, desto fauler wurde ich und ich habe die Steine von der Mine nicht mal mehr hier hingeholt, sondern einfach da liegen lassen. Und damit das nicht mehr der Fall ist, habe ich da hinten mein Kartlager gebaut, was hiermit in den nächsten zwei Episoden angeschlossen werden soll. Jetzt hole ich mal am besten mein Kart, um das hier zu präsentieren. Und das andere Ende in der Chef-Mine zeige ich natürlich gleich auch. Hier sollen die Storage-Minecarts irgendwann hinkommen. Die sollen sich hier übereinander stapeln. Immer vier nebeneinander, dann wieder vier nebeneinander, vier nebeneinander, vier nebeneinander. Und damit das passiert, haben wir hier einen Verteiler, den man übrigens auch als Bahnhof nutzen kann. Mit Buttons, statt einfach nur das Autosystem zu machen. Kart fährt hier drüber, triggert die Rail, die an der RS Knowledge angeschlossen ist. Fährt hier drumherum und schaltet die Schiene permanent um. Also wenn ihr, selbst wenn ich hier zeige, nochmal das Ganze, fährt jetzt geradeaus und so weiter. Ganz hinten resettet sich alles. Damit ihr mal seht, woran das angeschlossen werden soll, mache ich mich mal zur Chef-Mine. So lange hat es gar nicht gedauert. Hier seht ihr sogar noch den Hügel. Oh, wo wir gerade das Teil da sehen, bevor ich es vergesse. Da ich ja jetzt einen unendlichen Vorrat an Enderpearls habe, läuft man immer ungerner. Also die Faulheit lässt sich wirklich sehen. Und ja, das Teil wird eine Plattform, wo ich Enderpearls von Weitem dran schmeißen kann, Übersicht über die ganze Landschaft habe und mich sofort bewegen kann. Oh, bald wird schon wieder Nacht. Gehen wir mal schnell hier runter. Dieses Design ist auch noch nicht das endgültige, da hatte ich auch wieder ein Whitelist-Gewinnspiel gemacht, wo zwei Leute gewonnen haben. Die beiden Designs werde ich kombinieren. Und das hier ist mein Chef-Mine. Jeder dieser Tunnel ist 200 Blöcke lang, es sind ein paar. Und ich lasse hier auch so ein bisschen alt aussehen mit dem Mossy Cobble und Mossy Bricks und so weiter. Und hier befindet sich das Minecart Store. Wie man hier guckt, hier sind Steine drinnen. Das hatte ich im ersten Take abgebrochen, deswegen habe ich auch die zwei Power Trails da. Hier hinter befindet sich ein Pets Dispender, den kann ich mal an der Stelle zeigen, weil das baue ich gerade noch. So sieht es auch auf der anderen Seite raus. Hier sind Minecarts hochgestapelt, die auf diesem Teil aufliegen. Moment, das müsste ich eigentlich von hier treffen, wenn ich springen kann. Ja, so. Und wenn ich da unten auf den Knopf drücke, passiert das hier.
Und ein Minecart kommt runter, das andere wird zeitgleich weggeschubst von den Pisten. Und das soll dann hinterher an diesen in der Stone-Lager zum Minecart-Verteiler, den ich euch gerade eben gezeigt habe, anschließen. Oh, das war nicht sehr clever. Ah, ich hänge im Wasser fest. Na. Das ist ein typischer David-Fail übrigens. Ich bin gerne ein bisschen tollpatschig. Aber das ist keine Absicht. Ja, das war's bereits mit der Tour. Bereits müssten halt auch grob wieder 25 Minuten oder so gewesen sein. Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld dafür, dass ihr alle zugeguckt habt. Hoffe, dass ich einige von euch wiedersehe. Denn die nächsten Projekte sind ziemlich lohnenswert zum Angucken. Mobtrap steht an, damit wir die Halle nicht immer manuell ausschachten müssen, sondern TNT ohne Ende nehmen können. Der Minecart-Verteiler muss fertig sein und so wie ich das bis jetzt gelesen habe, wollen viele, dass ich für dieses RS Knowledge Minecart-Verteiler-Ding auch noch Tutorial mache. Das wird dann in den nächsten Tagen auch noch kommen. Und ja, wie gesagt, ich werde noch einen Link unten in die Description Box einfügen, die alle zu allen alten Folgen verlinkt, ohne dass man irgendwelchen Anmeldungsblödsinn oder sonstigen Kram machen muss. Werde noch die letzten 4-5 Episoden hier auf YouTube hochladen und von diesem Zeitpunkt an werdet ihr den gleichen Content auf YouTube bekommen, den ihr auch auf TagTV kommt. Aber wer sich natürlich für die alten Sachen interessiert, lade ich dazu ganz gerne ein. Dann bedanke ich mich beim Zuschauen, freue mich auf viele neue Gesichter bei uns in der Community hoffentlich. Wir sehen uns dann in den nächsten paar Tagen. Bis bald, bye bye.